Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Mehmet OE. Es gibt wieder eine Tech-Vorstellung. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Tech-Vorstellung. Diesmal hat mich die Firma Carporite, so heißen die, angeschrieben und ob ich für sie ein Produkt bewerten kann, um euch das vorzustellen. Ich habe zugesagt und jetzt ist das Teil da. So sieht das Teil aus. Noch nicht ausgepackt, wie ihr sehen könnt, noch in Folie, glänzt noch alles. Wie gesagt, die Firma Carporite, so wird es ausgesprochen, hoffe ich mal. Und wenn ihr so ein älteres Auto habt oder auch schon neues, wer diese Sachen hier nicht hat und was das alles zu bedeuten hat, wie ich das einbaue, angeblich ist es auch kinderleicht, es einzubauen, dann machen wir das mal und ihr schaut mir über die Schulter und wir testen gemeinsam dieses Produkt. Auf geht's! So Leute, die Folie habe ich schon mal entfernt. Dann schauen wir mal, was hier so alles drin ist. Ich mache es mal so, da könnt ihr es besser sehen. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Das hier ist das Display, 7 Zoll, wie gesagt. Wir packen erstmal alles aus. Und dann schauen wir mal, was hier noch so alles drin ist. Hier so eine Verpackung. Ah ja, hier kommen uns schon die Sachen entgegen. Halter Nummer 1. Dann hat er hier noch einen Halter mit diversen Möglichkeiten. Die bauen wir natürlich gleich erstmal zusammen. Erstmal gucken, was hier in dem Paket drin ist. Das wichtigste Teil überhaupt, ne, nach dem Display, Stromversorgung. Diverse Klebevorrichtungen. Ich denke mal, der ist hier für diesen Teil hier. Gucken wir uns alles auch gleich an. Mehr ist im Karton nichts drin. Ja, können wir auch zur Seite tun. Und natürlich eine Beschreibung. Aber diesmal schön groß. Selbst ich kann das alles lesen. Ja, ohne Brille. Gut mit Bildern erklärt. Allerdings, so wie ich sehe, alles nur auf Englisch. Aber die Bilder, die erklären sich von selbst. Ja, auch wenn man das nicht weiß, wenn man die einzelnen Schritte hier so sieht, ist alles gut erklärt. So, nachdem wir das alles mal ausgepackt haben, gucken wir uns das Teil mal an. Ich hatte die Möglichkeit, den gibt es übrigens in verschiedenen Ausführungen, in 9 Zoll, 7 Zoll, dann gibt es die auch noch für Motorräder und sowas alles. Ja, so sieht das Teil aus. Carporite. Einzigste Nachteil von denen habe ich schon in den Beschreibungen gelesen. Der hat keinen eingebauten Akku. Ne? Ist also kein Akku da, dass man den jetzt hier mit dieser Power-On-Taste anmachen kann oder so. Der braucht unbedingt Strom. Und natürlich 12 Volt. Wenn wir das nachher vielleicht mal auch noch in dem Bus ausprobieren mit 24 Volt, umgepolt natürlich auf 12, wird das Ding natürlich auch laufen. Wir schauen uns das mal an. Ich habe jetzt hier keinen Konverter oder so, dass ich 12 Volt habe. Also müssen wir in die Autos reingehen. Ich versuche das in 2, 3 verschiedenen Modellen aus euch zu zeigen, damit ihr wisst, dass das auch überall Sinn macht. So. Jetzt aber raus in die Autos. So Leute, ich habe mal extra so ein älteres Modell ausgesucht, ein Ford Transit sogar. Der hat wirklich gar nichts außer 12 Volt Steckdose. Ist ein bisschen mitgenommen, aber ist ja egal. Wir wollen ja austesten, ob Carporite diese Sachen erfüllt. Auf geht's. So, dann packen wir das Teil mal nochmal aus. Weil wir brauchen ja hier diverse Halter. Mal gucken, welche Halter wir haben. Wir bauen das nicht so direkt ein. Wir wollen nur testen, was das Teil alles kann. Da gehen wir noch in andere Autos rein, um zu sehen, was der so alles hat. Wichtigste kommt zum Schluss. Das Display. Dann stöpseln wir mal hier das ein. Hier ist für Power. Dann natürlich der Zigarettenanzünder. Das Teil hat sogar 2 Stück davon. Leuchtet auch schon sofort, ohne Zündung sogar. Wow, geht auch schon direkt an. Ja, und jetzt schauen wir mal,
bis er hochfährt. Alles vorhanden. Also die haben das hier E-Play, iPlay gemacht, aber das ist sehr wahrscheinlich das A-Play gemeint. Und die anderen Sachen schauen wir gleich mal weiter. Als erstes, wenn das hochgefahren ist, gucken wir mal Language für die Sprache. Englisch, wir machen natürlich auf Deutsch, Chinesisch brauchen wir nicht. Irgendwo müsste dann auch noch Deutsch kommen. Da, German. Zack, jetzt haben wir den schon mal auf Deutsch eingestellt. Dann geht's weiter. Lautsprecher soll er haben. Der hat nämlich einen eingebauten Lautsprecher noch. Richtiges Fahren weiß ich auch nicht. Ach so, das ist, wenn du in England bist. Dann sagt er dir Längsdriver, Rechtsdriver. Kannst du dann gucken. Das hatte ich mal gelesen. Aber wir sind ja auch in Deutschland. Wir bleiben dabei. Werkseinstellung, wenn du irgendwas mal verstellt hast, kann man den natürlich auch wieder neu starten. Version, die neueste, was es jetzt da drauf gibt, brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. Uns ist jetzt interessant, wenn wir ins Hauptmenü gehen, dieses CarPlay. Hier nennt es sich zwar iPlay, aber offiziell ist es dieses CarPlay. Wegen Copyright haben die das wohl iPlay genannt. Wenn wir da draufklicken, dann haben wir schon mit dem iPhone wohlgemerkt, iOS. Natürlich kann man das auch mit dem Samsung, was ich ja habe, mit Android auch verbinden. So, wir machen das jetzt mal. Der ist ja schon offiziell schon drauf. Sagen wir mal, wir wollen als Navigation benutzen. Wir drücken einfach mal auf die Karte und schon haben wir die Karte drauf. Ne? Und wenn man dann später, wir bauen gleich alles natürlich ein, sehr schön in so einem alten Auto hat man auf einmal eine sehr schöne Navigation hier hinterlegt. Aber der hat natürlich noch viele andere Funktionen. Das wird jetzt aber den Rahmen sprengen, bis wir das alles Schritt für Schritt erklären. Ihr müsst euch da mal selber reinlesen. Ich zeige nur die wichtigsten Sachen. So, Navigation habe ich euch mal kurz gezeigt. Wir drücken wieder da drauf und schon sind wir wieder in Gesamt. Der hat natürlich alles, was ihr mit dem Handy machen könnt, mit diesem CarPlay-Geschichte, könnt ihr natürlich hier drüber auch machen. Und ist auch flüssig alles. Schaut mal. Ja. Uns ist natürlich interessant, Spotify, für die meisten, denke ich mal, um Musik zu hören, wenn wir draufklicken. So, ist natürlich, was jetzt auf dem iPhone drauf ist, ist hier alles zu sehen. Wir können dann auch mal reingucken, reinhören, Lieblingssong, vielleicht ja ganz kurz mal angehört. So, wir gucken mal die anderen Funktionen. Jetzt ist AirPlay dran, einfach mal draufklicken. Und schon, weil wir das ja verbunden haben, könnt ihr einfach das Handy spiegeln. Aufnehmen zum zweiten Mal, oder besser gesagt zum dritten Mal. Wunderbar, könnt ihr dann hier so live gesendet. Jetzt zum Beispiel meine Videos hier anschauen. Und, jetzt haben wir ja ein anderes, und wohlgemerkt, alles mit dem eingebauten Lautsprecher noch. Ne? Ist noch nicht über Auto-Lautsprecher oder so verbunden. Der eingebaute Lautsprecher klappt sogar wunderbar. Und ich habe euch das vergessen, guck mal auf der anderen Seite, da hat es auch noch einen Tageslichtsensor. Je dunkler oder heller das wird, wird das Bild auch heller und dunkler. Alles automatisch. So, die nächste Funktion, Outlink, ist fast das gleiche wie AirPlay, nur mit Kabel eben halt verbunden für bessere Qualität. Equalizer, denk mal, kennt jeder, wenn man da mal draufklickt. Ich habe jetzt nur trockene Finger hier richtig mal draufklicken und dann habt ihr alles, könnt ihr separat einstellen oder auf automatisch oder natürlich Loudness für richtig schönen Bass und so geht alles. Wenn man draufklickt, kommt man dann wieder zurück für den Laut hier Return. Bluetooth normal für Telefon und so könnt ihr euch verbinden. USB könnt ihr noch einen USB, der hat hier unten noch einen Stick reintun und Musik auch darüber laufen lassen. Card hat er natürlich für Speichern, eine Speicherkarte noch drin. Interessant ist natürlich diese FM-Übertragung. Das probieren wir jetzt auch nochmal, ob es bei dem alten Ford über das Radio diese FM-Übertragung klappt. So Leute, ich habe das mal eingestellt, 87,5, Radio natürlich auch, 87,5. Jetzt könnt ihr Lautstärke und so einfach mal was laufen lassen. Herrlich, oder?
einfach mal das Ding hier hin. Ne, mit schönem Bass und so. Wirklich gut. Aber ist das nicht interessant, Leute? Ihr braucht noch nicht mal diesen Transmitter. Separat kennt ihr noch. Da hat man noch den Zigarettenanzünder belegt. Und hier hat man alles in einem. Wirklich, das hat mich schon überrascht, dass das klappt. Und wirklich, je nachdem, was für ein Auto ihr habt, wenn ihr gute Bass-Lautsprecher und so habt, ist das auch ideal. So, was hat er noch gehabt? Das haben wir. Ja, im Prinzip sind wir durch. Da müsst ihr eben halt mit das Teil noch mal ein bisschen spielen, was da noch alles hat. Das gleiche probieren wir natürlich gleich auch noch mal mit dem Samsung aus. Und dann bauen wir das mal hier drauf. Einfach nur hier hinten reingesteckt. Könnt ihr es auch noch festmachen. Das Gute an diesem Teil ist, ihr könnt es auch noch verlängern, rausziehen. Und zusätzlich natürlich auch noch hier lösen und kippen. In unserem Fall hier bei dem Ford wäre das natürlich hier so. Ja, dann ist er richtig bündig mit dem. Und ja, super Teil. Wenn ihr das zu euch haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch so einbauen. Hier festziehen. So, dass ihr das nur guckt. So würde das Teil dann aussehen. Ihr habt die Möglichkeit, entweder... Hier ist ein Kleber drauf, ne? Entweder mit dem Saugnapf. Ihr könnt es auch theoretisch auch hier dran machen. Natürlich das einfach anders rumdrehen. Euch sind mehrere Möglichkeiten gegeben, um das Teil festzumachen. Auch sehr gut gelöst. Ihr habt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Das andere war ja gerade für die Scheibe. Dann hat er hier nochmal... mit mehreren Klebemöglichkeiten hier drauf. Oder ihr könnt die auch festschrauben. Dann habt ihr das hier so, wartet. Das könnt ihr dann natürlich auch drehen, wie ihr dann gerne haben wollt. Hier festmachen. Also dann ist es noch sicherer, noch fester. Je nachdem, was für ein Fahrzeug ihr natürlich habt. Ich versuche noch ein paar andere Fahrzeuge zu finden, um euch dann zu zeigen, auch mit der Rückfahrkamera hat er nämlich auch noch, ist jetzt nicht mitgeliefert, der 9er, den gibt es auch ein 9er Display, 9 Zoll, da ist die Kamera sogar mitgeliefert. Ja. So Leute, jetzt bin ich mal in einem Bus drin und versuche hier mein Android mit dem zu verbinden. Man kann den auch hier über Kabel verbinden, so dass man dann direkt bessere Verbindung hat. Ich versuch's mal. So Leute, ich habe das mal mit dem CarPlay jetzt verbunden und ich kann ganz normal, schaut mal hier, wie weit ist es von Münster nach Werne? Münster ist mit dem Auto 40,2 Kilometer von Werne entfernt. Seht ihr, da könnte man den wie als Navi, ohne das Handy in der Hand zu nehmen, hier einfach programmieren. Und dann eben halt, oder hier über telefonieren. Und habt ihr ja gesehen, Spracheinrichtung klappt auch. Im Prinzip das gleiche, was mein Handy jetzt auch hat. So, ich hatte euch doch vorhin auch noch erzählt, hier mit dem USB, dass man hier auch noch so einen USB-Stick reinmachen kann. Ich lasse das jetzt mal nicht laufen natürlich. Aber wie ihr sehen könnt, ist alles drauf. Und läuft natürlich einwandfrei. Könnt ihr natürlich alles auch wieder hier an dem Gerät, alles was hier so drauf ist, ohne das Handy in der Hand zu nehmen oder beziehungsweise ein anderes Gerät. Jetzt muss das auch noch mit dem Lautsprecher verbunden werden und dann habt ihr alles, was man braucht. Das gleiche probieren wir jetzt natürlich auch mal in dem BMW aus. Der hat zwar schon hier dieses Entertainment, aber noch nicht dieses CarPlay, so wie ich das gerne haben möchte. Der kann hier sich nur mit Bluetooth, noch nicht mal mit Bluetooth, der hat nur mit Telefon und das war's. Aber schön wäre es mal, auch so ein Fahrzeug mit CarPlay auszustatten. Natürlich wird es hier auch schon direkt hochgefahren. Ich hatte hier alles eingestellt. Der wird sich automatisch mit meinem Handy verbinden.
Weil du brauchst nur nicht mal Handy rausnehmen und der wird direkt verbunden sein. Da geht's, steht schon mit S. Hier oben steht es auch nochmal. Wireless Android is connected. Jawohl. Und schon bin ich verbunden. Ich hatte das Problem mit so einem Transmitter gelöst, damit ich, wenn ich was gucke, über den Lautsprecher von dem Auto was hören kann. Aber jetzt haben wir ja dieses Teil hier. Da kommt gleich hier dieses Kabel, was mitgeliefert wurde, in Funktion. Und zwar hat der BMW, wenn ihr sehen könnt, hier noch so eine AUX-Buchse. Und da werde ich den jetzt mal einstecken. So Leute, bevor wir Corporate kriegen und so, zeige ich euch das mal eben. Ja, das Lied müsste kein Corporate haben. Wenn, dann habe ich ein Problem. So Leute, ich habe alles angeschlossen. Hintergrundmusik läuft schon. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das läuft jetzt erstmal hier über Lautsprecher von dem Teil hier. Lautsprecher hier wegmachen. So, und dann können wir jetzt hier... Jawohl! Vom Fahrzeug aus könnt ihr dann jetzt alles hören. Sagenhaft, oder? So, Schritt für Schritt tasten wir uns ran. Wie gesagt, ich habe keine Kamera, die ich hier einstellen kann. Sonst könnte man hier Kamera noch einschließen. Und dann gibt es dann natürlich auch so eine Parkline. Hier wäre dann offiziell jetzt Rückfahrkamera eingeschaltet. Und dann konnte man diese Parklinien eben halt auch noch benutzen. Ist alles wirklich super closed. So. Ja, Parkline Videowarnung hatte dann auch nochmal. Rückspiegel haben wir gehabt. Und hier kann man nochmal sehen, mit was man alles so verbunden ist. WLAN hat er natürlich auch. Das hatte ich euch ja gesagt. 8x6 beim Connecten und Wi-Fi an oder eben halt aus. Beim Spielen habe ich hier noch was entdeckt. Und zwar die Helligkeit. Könnt ihr hier auch so noch einstellen. Oder aber die Hintergrund. Nicht Beleuchtung, sondern das Bild. Schaut mal, jetzt hat das ganz anderes. Jetzt hat er wieder was ganz anderes. Individuell könnt ihr es ändern. So lasse ich das mal. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Produkt hat euch gefallen. Auf jeden Fall, wenn ihr so ältere Autos habt, dafür ist es richtig gut. So ein Entertainment, anstatt sich ein Navi zu holen, kann man sich direkt so ein Teil holen. Ist alles mit drin, euer Lieblingsnavi, wenn ihr Google Maps und so benutzt. Und die ganzen Sachen, Spotify und Video und was weiß ich von YouTube, könnt ihr euch alles damit angucken. Also dieses Teil hat mich überzeugt. Ich habe es jetzt ja schon, werde ich bei mir einbauen. Und ihr könnt euch das natürlich auch bestellen. Hier unten ist nochmal der Link. Ab und zu mal in den Seiten mal gucken. Zu dem Preis um die 200 Euro. Das variiert immer mit den ganzen Codes. Rabattcode und so haben die immer bei denen im Shop. Den gibt es aber sehr wahrscheinlich auch bei Amazon. Mache ich mich mal schlau und setze euch den Link hier unten hin. Dann könnt ihr es euch bestellen. Und wenn es euch gefällt, einfach weitersagen. Man sieht sich bestimmt wieder mit einem anderen Tech-Vorstellung. Zwei Anfragen sind schon da. Ein Dashcam und nochmal so ein Handy aus Japan oder China, besser gesagt. So, bis dahin, bleibt gesund, schöne frohe Weihnachten, schöne Geschenke, vielleicht auch so ein Corporate Entertainment System. Bis dann, euer Mehmet Uwe. Ciao, Leute.